God damn. Ich hatte es wirklich nicht geplant, Freunde. Ich hatte eigentlich dieses Kapitel fürs Erste abgeschlossen, aber ich wurde auf TikTok doch dazu überredet, mein jährliches Vlogski-Comeback zu geben. Deswegen, ich melde mich zurück aus meinem unausgeräumten Hotelzimmer in Los Angeles und werde euch die nächsten paar Tage ein bisschen mitnehmen. Ich bin noch 2, 3 Tage hier, ich habe ein paar coole Sachen geplant. Und ich würde sagen, let's geht's. Let's geht's. Let's geht's auf die Reise. Vorerst kleiner Fit-Check. Licht ist ein bisschen schlecht, weil es hier von hinten natürlich kommt. Pause. Aber ich habe hier ein Vintage Camo T-Shirt an aus New York. Ein Uniqlo Heat Tech zum Layern. Ein Hollywood Trading Company Gürtel. Essentiell. Und dann diese Baggy Vintage. Was ist das? Carhartt, glaube ich. Vintage Carhartt, wirklich hier von Bois Chanel mit noch so eingezeichneten Sachen hier. Und da drauf clean Air Force. So, warte, ich guck mal hier im Badezimmer, ist glaube ich besseres Licht. Ja, drauf so eine Basic Beanie, die ich mal gesampelt habe für MLMH. Und bisschen Schmuck hier, ein bisschen links-rechts, Jewelry. Und hier seht ihr auch meine Ten Essentials, Alter. Wichtig, diese Sonnencreme, diese Ordinary. Sehr, sehr wichtig. Warte, zoom das jetzt nochmal. Da, The Ordinary Lilabo. Und ja, außerdem hier noch in meiner Ziploc-Bag vom Flug. Shoutout an die Brüder Kater und Boogie. Das ist auf jeden Fall Deutschlands bestes Parfum. Bochan, wichtig. Okay, kleiner Outfit-Wechsel doch. Hier, Supreme Tims, sehr wichtig. Dann immer noch die Denim. Ein T-Shirt, zu dem ich bald mehr verraten werde. Und die schwarze Beanie drauf. So. Okay, ich bin jetzt kurz wieder alleine. Ich habe gerade ein paar Freunde getroffen. Ein bisschen ein paar Snacks geholt. Unter anderem diesen neuen Arrow One Shake mit Giselle Bündchen. Kommt sehr, sehr gepflegt, kommt der. Da sind so Datteln drin, Peanut Butter, ist genau mein Ding. Ich habe gleich ein Meeting in den Beats/Apple-Headquarters hier in Culver City. Bin ich sehr, sehr, sehr gehypt drauf, die Jungs endlich in Real Life zu treffen. Ich nehme euch mit. Gemäß dem stereotypischen Beverly Hills Lifestyle ist sich eine Freundin von mir auch gerade hier auf dem Rodeo Drive die Haare färben lassen, beziehungsweise die Extensions erneuern lassen. Und die besuchen wir jetzt mal kurz vor dem Beats Meeting. So funny. Her hair is like white, both of their hair. This could be us, but you're playing. That's so freaking cute. Mm. All right, what's the verdict? How do you like in your hair? I like it. I just have to style it. Oh, did you film me getting my hair done? Yeah, I did. Yeah, now we're trying to figure out what to do. I want to go get matcha because I need caffeine. So where are we gonna hit matcha? I don't know. You're from LA. I'm just a transplant. Not even, just a tourist. Well, you're leaving me to go to Beats, so... I'm leaving you to go to Beats. It's called taking care of business. Yeah. Well, let's go figure out. We want to... you got the gimmick. Young chicken in the trenches. Them just for loads of freedom. Okay, hier ist das kleine Andenken an den soeben geschehenen Termin. Ein sehr, sehr nice Gespräch hier mit, ich war mit den Global Marketing Directors von Beats und habe mich ein bisschen ausgetauscht. Ich habe ja für Beats letztes Jahr das, warte mal, habe ich ja das, so dieses Influencer-Marketing quasi so ein bisschen übernommen in Deutschland. Das heißt einfach, dass ich so Leute, so Influencer oder generell Leute, die halt einfach so Einfluss auf die deutsche so Lifestyle-Culture haben, den habe ich dir Beats zukommen lassen über das Headquarter hier. Ich habe die Jungs jetzt zum ersten Mal in Real Life getroffen. Das war sehr, sehr nice, muss ich sagen. Und ja, die haben auf jeden Fall sich nicht lumpen lassen.
Die haben mich eben erstmal mit dick Geschenken hier empfangen. Einmal die nochmal, die habe ich eh schon zu Hause, aber als ich ihnen gesagt habe, dass meine Eltern die übertrieben lieben, habe ich dann mir direkt noch eins gegeben. Dann Trainingskopfhörer hier, Powerbeats. Dann haben die mir noch so diese Chinese New Year Beats irgendwas, Beats Fit, in das so ein Salmon. Richtig geiler Farbton haben die mir geschenkt. Und für die neue Wohnung, auch sehr wichtig hier, ganz frische Beats Pill. Und ja, Shoutout an die Jungs, Rocky und Tom. Ich glaube nicht, dass ihr diesen Vlog seht, aber falls ihr den seht, much love. Und jetzt geht's zurück. Und zwar treffe ich noch ein paar Homies jetzt in West Hollywood. Bisschen shoppen, bisschen Chromherzen auschecken. Und ja, schauen, was der Rest des Tages bringt. Ich feier diese alten BMWs so hard, Alter. Genau so. Fazit, Leute. Ich habe mir jetzt eine Beanie hier geholt, aber wurde gerade so subtil, glaube ich, so viel disrespected wie noch nie in meinem Leben, Alter. Und zwar habe ich diese Beanie hier überreicht bekommen. Der Achi guckt mir in die Augen und meinte einfach so, congratulations. Nach dem Motto, das wäre jetzt Achievement aller Zeiten gewesen. Mo, hättest du so mit dir machen lassen? Nein, ich glaube nicht. Eigentlich direkt nochmal auf diese Void-Transaction gedrückt. Man weiß ja nicht, ob dieses Congratulation also darauf bezogen war, Congratulation, dass du dich jetzt abgezogen hast, ja, okay. Oder Congratulation, dass du überhaupt was bekommen hast. Ja. Ist das in die Straßenallee? Oder also noch nie gehört sowas. Noch nie gehört, aber egal, falls ein erstes Mal. Okay. Guck mal, haben wir noch ein paar Deutsche gefunden, ne? C-Money. Hast du Glock oder was? Dirt Tim und VC. Aber nicht Veneta Carter. Was geht ab? Vlog Comeback. Hast du was zu sagen? Welcome to LA, my hometown. You're C-Money, President of LA. Freunde, das ist die krasseste Kerze aller Zeiten. Kein Spaß. Schwarze Diptyque Bay. Das ist eine richtige Mutterbeglückerkerze. Yo, der G63 ist so hard, Alter. Junge, what the fuck? Okay, der Burger kam raus. Resümee, ich habe einen doppelten Oklahoma-Burger, einen einfachen Smash-Burger, Pommes. Didn't we order two fries? I think there might be two in there. Oh, shit. And two drinks habe ich $44 bezahlt, was so ca. 40 Euro sind, also 20 pro Kopf. Für LA geht das eigentlich fit. Und jetzt kommt das der Taste-Test. Ey, die Pommes sind behindert. Die kommen wirklich ganz dumm, Alter. Die kommen sehr krass. Sehr, sehr krass. Definitiv geiler als In-N-Out. Obwohl In-N-Out krass ist, aber das ist auf jeden Fall krasser. Great. Oh. Morgen, Freunde. Wir haben heute Mittwoch. Der nächste Tag ist angebrochen. Wir haben jetzt hier, ich glaube, 7 Uhr. Ich habe um 7.30 Uhr gleich meinen ersten Zoom-Termin. Weil, also mit meinem Steuerberater in Deutschland, weil es dann dort, lass mich nicht lügen, 16:30 ist, glaube ich. Und ja, deswegen muss ich jetzt wach werden. Ah, geht doch mit dem Licht hier. Muss ich jetzt wach werden. Und dann geht's runter in die Lobby, hole ich mir ein Käffchen und dann geht's ab zum Arbeiten. Ich habe bei Chrome Hearts gestern diese Skull Beanie geholt, finde ich sehr, sehr nice. Ich wollte eigentlich die ganz schwarz, aber das war der einzige Colorway, von daher hatte ich nicht viel Option.
Dann hat die Family bei Beats auf jeden Fall gut gegönnt. Die haben wieder so ein bisschen hier, ne, bisschen Salz dazu kommen lassen. Workout-Kopfhörer, irgendwie Chinese New Year-Kopfhörer, für die neue Wohnung eine Beats-Pill. Auf jeden Fall sehr, sehr korrekt. Und hier sind noch so ein paar persönliche Sachen, so Samples und sowas drin. Und ja, das war's. Kleiner Fit-Check hier im Hotelflur. Weiße Air Force, der rote Nike Stussy. Shoutout an die Stussy Family wieder für das Berücksichtigen des Boys. Hier diese Exposed-Wände sehen auch sehr krass aus im Hotel, muss ich sagen. Ich will nicht ganz so laut sein, weil wir es erst 7 Uhr haben. Aber schon sehr, sehr nice hier diese frei stehenden Brickwände. Ja. Das hier der Alfred's, das ist so eine LA-Coffee-Kette, so ein bisschen der Starbucks von LA. Also trotz dessen, dass es hier Starbucks gibt. So sieht das aus. Und da ist einfach eine Filiale direkt im Hotel in der Lobby drin. Also was das angeht, wirklich Jackpot getroffen. Und die haben auch schon früh offen. Deswegen wird jetzt hier gearbeitet, Freunde. So sieht der Lachs aus. Und ja, danach geht es direkt zum Frühstück. Gerade kleine Fit-Check-Ski aufgenommen hier, Alter, nach dem Arbeiten. Wichtig. Ich muss sagen, ich war gestern so ein bisschen unschlüssig, aber die Beanie kommt auf dieses Camo-T-Shirt kombiniert mit diesem roten Stussy-Kontrast schon hard, Alter. Da sieht man das. Wer kommt da? Yo, I had the craziest Uber ride here. Some like old woman just like. Okay, kleiner Horn. Hey. The boy Jack hat neue Earrings gekauft. Yo. Little huggy. Huggy action. Hey. So wichtig, Freunde, falls ihr jemals in L.A. seid. Das lohnt sich auf jeden Fall, dieser Smoothie. Wird sehr viele Memes drüber geben wegen des Preises, aber geschmacklich krass der Smoothie, den ich jemals hatte. Kleiner Snack. Morgen, liebe Sorgen. Es geht ab, meine Freunde der Nacht. Letzter Tag in L.A. Heute Nacht fliege ich zurück. Und ich bin jetzt eben ausgecheckt. Meine Koffer sind noch im Hotel. Ich hole mir da was zu essen. Und ja, das ist der Plan. Wie ihr sehen könnt, wunderbares Wetter. Ich bin hier im T-Shirt unterwegs, während in New York gerade minus 10 Grad sind. Deswegen genieße ich schon mal die letzten Sonnenstrahlen, ein bisschen Vitamin D und genau, dann treffe ich gleich nochmal übliches Programm, ein paar Freunde auf Käffchen und dann geht's heute Nacht zum Flughafen. Also let's go! Shoutout Obey! Hier. Laden heißt Egg Tuck, Avocado Egg, Smoked Bacon und ein Wasser zum Klarkommen. Mal gucken, wie der Lachs schmeckt. Das sieht zwar sehr gut aus am Anfang, aber es ist so scheiße zu essen. Es fällt alles auseinander. Ist absolut messy und ich weiß nicht, geschmacklich okay, aber so vom Erlebnis jetzt hier würde ich nicht recommenden. Auch super fettig. Ihr seht ja, wie das Öl so raustrieft. Weiß ich wirklich jetzt nicht. Jetzt zum ersten Mal, glaube ich, gebe ich keine positive Review.
Ich sag so, Freunde, normalerweise bin ich der größte Fan von so kleinen Hole in the Wall, so unscheinbare Spots. Aber dieser Laden ain't it. Ich muss sagen, die zweite Hälfte des Sandwiches war noch schlechter als die erste. Das Ganze kriegt maximal eine 3,5 von 10. Und das ist mit Abstand die schlechteste Bewertung, die ich einem Foodspot jemals gegeben habe in dem Video. Gehört auch wirklich sehr viel dazu, dass so ich dafür nicht zu haben bin. Aber ja, it is what it is. Also ist kein Vergleich zum Beispiel zu diesem Brecky 44 in Berlin. Das ist ja vom Style das gleiche, diese Egg Drop Sandwiches. Aber das, weißt du, das kann man richtig essen, das ist richtig geil. Aber hier dieses Egg Truck oder Egg Tuck ist Quatsch mit Soße. Der Bruder ist einfach in einem Tech Fleece, Alter. Ich komm nicht klar. Kleiner Snack. Schnitzel, Chicken Salad und what did you have, Alyssa? Right. Keine Ahnung, was sie hatte, aber Chicken Schnitzel war so eine 5 von 10. Also heute nicht so der Tag fürs Essen bisher. Matsu, he's so restaurants over the sauce incredible. Don't provoke him, MC soak him, gonna get sourced incredible. Find these niggas offensive. Nowadays I'm just not to myself and I'm careful who I keep friends with. It's getting real serious. It's getting real serious right now. Kleine Big M Runde auf letzten Tag hier. Sixes and he wins. Oh, you got one of them. Winner, winner. Okay, kurz wieder hier Protokoll richtig geführt, 1-1. Best of three, so nächstes Spiel ist Gewinner. Wichtig. Yo, what's the score? 2-1, I smoked in the first one. Rolled bad. Let me continue all the excuses. You know, at least shout out Miri. Yeah, this is Percy. Miu. I don't know what they're called, but shout out them. That was yours. They are mine. A best friend of mine makes them in. We're excited. Der Achi hat einfach diese Schuhe, Leute. Das ist geisteskrank. Pre-Yeezy. College dropout joins. Fucking hell, bro. How much cash is it? Yeah.